und darf den nächsten Vortrag ankündigen. Der Vortrag wird gehalten von Mischa Gödelt und Andreas Witzel. Beide sind bei der DB Netz AG und ihr habt euch den Titel gewählt: Entwicklung von Standardleistungsbildern für die Einführung von Lean Construction aus Bauherrensicht. Ich freue mich auf euren Vortrag und ihr habt das Wort. Technisch sollte alles funktionieren. Perfekt, funktioniert. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von unserer Seite. Mein Name ist Mischa Gödelt. Ich bin bei der DB Netz AG in der Zentrale tätig im Bereich Lean, Planung und Prozesse. Und wir wollen Ihnen heute einen kleinen Einblick geben, wie wir vorgegangen sind und natürlich auch einen Einblick in unsere Pilotprojekte. Und Andreas, da wirst du dich gleich wahrscheinlich noch selbst kurz vorstellen. Ja, vielen Dank. Auch einen schönen guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Andreas Witzel. Ich bin Projektleiter für Großprojekte für KV-Terminals. Das sind Terminals für den kombinierten Verkehr, Container-Terminals. Im umgangssprachlichen Gebrauch. Wir machen das bundesweit als kleines gallisches Dorf und haben auch einen gewissen Alleinstellungsmerkmal. Was wollen wir? So, ja, perfekt, danke. Ja, unser Vortrag ist im Endeffekt darüber gegliedert, einmal generell. Wie sind wir vorgegangen mit den Leistungsbildern? Was war die Ausgangslage? Dann natürlich ein Einblick in die Praxis, in die Pilotierung und zum Schluss, wie wollen wir es verankern in unseren Verträgen und im Regelwerk. Zum Start will ich aber ganz kurz einmal unser Thema in so einen globaleren Gesamtzusammenhang bringen. Und zwar habe ich hier mal eine kleine Übersicht gemacht, welche Herausforderungen wir sozusagen aktuell als DB Netz haben. Ja, das heißt, in welchem Kontext haben wir das getan, was wir jetzt getan haben. Da ist zum einen, dass wir gesagt haben, wir wollen unsere Projekte schon 2017, 18, wir wollen unsere Projekte beschleunigen. Ja, das heißt, wir wollen unsere Projektlaufzeit um 25% verkürzen, wollen die Qualität in Planung und Ausführung erhöhen und natürlich wollen wir die Sperrpausen, die uns zur Verfügung stehen, um Infrastruktur zu bauen und zu erneuern, möglichst effizient nutzen. Ja, das heißt, wir wollen möglichst viel in dieser Zeit schaffen. Das ist der eine wichtige Punkt. Dann ist natürlich so, gibt es halt auch dadurch, dass jetzt immer mehr Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden, ganz klar den Anspruch, dass wir dieses Geld möglichst sinnstiftend in dem Sinne für unsere Infrastruktur auch auf die Schiene bringen an der Stelle, um eben unsere Infrastruktur robuster, schlagkräftiger und moderner zu machen. So, das heißt, mit noch mehr Geld löse ich natürlich nicht alle Probleme, die ich natürlich ansonsten auch im gesamten Markt habe. Ja, das heißt, genau wie Sie und ihr auch, haben wir halt das Thema, dass wir zum Teil knappe Ressourcen haben, einfach im Bereich Materialien oder auch Personal oder Fachfirmen. Wir wollen das, was wir jetzt gerade gesehen haben, mehr investieren, mehr bauen. Auf der anderen Seite wollen wir aber irgendwie ja natürlich einen stabilen Betrieb auf die Schiene bringen. Das, worunter sonst, wenn ihr mit der Bahn oder Sie mit der Bahn angereist sind, dann direkt merken, es läuft halt nicht. So, das müssen wir unter einen Hut bringen und wir wollen natürlich auch die gesellschaftliche Erwartung an uns, ja, Deutschland-Takt ist jetzt sowas eines zum Beispiel, wir wollen, dass diese Erwartung natürlich auch erfüllen. So, und deshalb ist jetzt kürzlich unser Generalsanierungsprogramm beschlossen worden. Das heißt, wir gehen jetzt weg davon, unsere Baustellen sozusagen kleinteilig immer mal so peu à peu zu sperren, sondern wir definieren jetzt gesamthaft Korridore, die dann für ein halbes Jahr gesperrt werden. Dafür wurde extra in dem Sinne nochmal Geld seitens des Bundes zur Verfügung gestellt, um eben aus diesen ca. 4000 Kilometern hochbelasteten Strecken nachher
unsere Hochleistungsstrecken im Endeffekt zu schaffen. Das heißt, wir bündeln die Maßnahmen und versuchen, soweit möglich, diese in einer Sperrpause, die dann dementsprechend länger ist, zu realisieren. Das heißt, wir wollen eben die Planbarkeit dadurch für einmal die ausführenden Firmen, aber natürlich auch für die, die Kunden, die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die auf unseren Strecken fahren, erhöhen. Wir wollen nachher eine zuverlässigere Infrastruktur haben, ne, dass diese im Korridore dann auch leistungsfähiger sind, wenn wir sie ertüchtigt haben und auch die Leistung bringen, die sie bringen sollen. Und am Ende steht natürlich, wir wollen das Kundenerlebnis verbessern. Das heißt, der Zug am Ende muss pünktlich ankommen. Das ist halt das oberste Ziel. Und dafür brauchen wir eben Stabilität als erstes in der Projektrealisierung. Ja, durch transparente, effiziente Prozesse. So, das als Ausgangspunkt. Und wenn man das jetzt nimmt, dann muss man sich natürlich fragen, ja, okay, wie bekommen wir das hin, jetzt diese Stabilität in unseren Prozessen zu erzeugen? Und da ist eben die Anwendung von Lean Construction Methoden aus unserer Sicht ein Hebel. Deswegen sind wir in der Zukunftsinitiative Bahnbau in einer Arbeitsgruppe gewesen, also die Zukunftsinitiative Bahnbau, kurz ZIP, ist 2019 nur kurz entstanden aus, aus der Bahnbaubranche in Kooperation mit der Deutschen Bahn, weil man eben gesagt hat, wir wollen eine Lösung schaffen für dieses Problem, wir wollen mehr bauen und gleichzeitig sozusagen mehr Betrieb. Da brauchen wir irgendwie eine gemeinsame Lösung. Und man hat sich dabei eben auf drei wesentliche Kernpunkte fokussiert. Einmal die Attraktivität der Bahnbauberufe zu erhöhen, die Rahmenbedingungen zu verbessern und natürlich auch die Produktivität am Ende für die Bauausführung zu steigern. So, und da drin in diesem Thema war auch unser Thema mit den Leistungsbildern für Lean Construction. Ja, das heißt, wir haben gemeinsam mit Vertretern der Bauindustrie, also das heißt, wir waren rund 22 Leute in der Gruppe, die aus dieser Arbeitsgruppe hervorgegangen sind. Das heißt, jeder in dem Sinne, jedes beteiligte, daran beteiligte Bauunternehmen, die konnten mitmachen. Und wir haben erstmal gesagt, okay, wir entwickeln jetzt, unser Ziel ist es, als Auftraggeber diese Leistungsbilder zu erstellen. Wir wollen aber euren Input haben. Ja, das heißt, wir haben erstmal Workshops durchgeführt, um uns inhaltlich auch zu kalibrieren, um die Begriffe zu abzugleichen, was verstehen wir darunter, unter dieser Art und Weise der Zusammenarbeit, wenn ich jetzt, was weiß ich, einen Last Planer anwende, was auch immer. Ja, und wir sind so weit gegangen, dass wir am Ende wirklich gesagt haben, wir haben gemeinsam Leistungstexte stichpunktartig schon erstellt. Ja, das heißt jetzt nicht ausformuliert bis aufs letzte Komma. Das hat uns jetzt am Ende noch mal ein bisschen Probleme gebracht mit in unternehmensintern, aber das ist eine andere Geschichte, dieses Komma, sag ich mal. Aber wir haben uns auf das große Ganze geeinigt. So. Und da gibt es 5 Kernelemente dieser Leistungstexte. Ja, das heißt, und von diesen 5 Kernelementen haben wir innerhalb unserer Arbeitsgruppe gesagt, ein Lean-Projekt soll von diesen 5 mindestens 3 haben. Ja, das heißt, als erstes Mal war das, was unten gerade auch bei dieser bei dem Thema Teamkultur, Teambuilding auf einem Projekt sehr wichtig war. Ich brauche eine gemeinsame Basis zur Zusammenarbeit. Ja, das heißt, auf Basis, wovon möchte ich gerne mein Projekt realisieren? Was sind sozusagen ist der Projektkodex oder die Prinzipien, auf Basis derer ich zusammenarbeiten möchte? Das sozusagen als große Klammer oben drüber. Und dann natürlich muss ich sehen, dass alle eine klang gerade schon an, wir wollen eine Transparenz in der Kommunikation und in der Planbarkeit der Abläufe haben, wieder Stabilität. Denn das möchte jeder auf dem Projekt haben, egal ob ich jetzt Bauherr bin oder sozusagen derjenige bin, der nachher die Bauausführung übernimmt. Man möchte Planbarkeit, Transparenz haben. Jetzt bin ich irgendwie komplett wieder zurück, sorry.
Warte mal, ich bin allzu weit. So. Das möchte jeder haben. So, das heißt, wir haben oben die zentrale Planung und Steuerung in unseren Projekten mit dem Last-Planer-System oder Taktplanung, Taktsteuerung. Und das muss ich irgendwo tun. Dafür brauche ich einen Projektsteuerungsraum. Ja, der kann analog oder digital sein. Aber diese drei Faktoren brauche ich. Und wenn ich dann natürlich noch weitergehen möchte in der Integration meiner Projektbeteiligten, dann kann ich natürlich auch sagen, ich definiere oder ich vereinbare zusätzlich Methoden zur Problemlösung und Entscheidungsfindung. Und na, wenn man ganz weitergeht, ist die integrierte Projektorganisation, wo ich dann natürlich organisatorische, strukturelle Integration der Projektbeteiligten habe. Aber das ist aus unserer Sicht auch nur für große, langlaufende Projekte bisher notwendig, die eben dann auch so eine Organisationsform notwendig machen. Und wie wir jetzt das Ganze pilotiert haben auf einem unserer Projekte, dazu, Andreas, übergebe ich an dich. Ja, vielen Dank, Mischa. Ein kleiner Einblick in die Ausgangssituation unserer Projekte mit einem Beispiel. Wir haben hier eine ganze Menge zu wuppen gehabt. Der Bund hat gesagt, wir brauchen bis zum Jahr 2030 40% mehr Kapazität bei den Umschlagterminals. Ja, das geht ein bisschen mit Digitalisierung, ein bisschen mit Prozessoptimierung, aber mit einer ganzen Menge Infrastruktur, sprich Stahl und Beton, die wir umsetzen müssen. Wir haben bundesweit 25 Terminals und jetzt kann man sich überlegen, bei 25 Anlagen, wie viele neue Anlagen, Anlagenerweiterung wir umsetzen müssen. Vor der Aufgabe haben wir gestanden, von Basel-Stadt, Weil am Rhein, also bis Hamburg, von Berlin bis Duisburg, bundesweit verteilt unsere Anlagen. Was sind die Anlagen? Ja, wir haben rechts ein Gleis, links eine Straße, in der Mitte die Umschlaganlage. Das sind die KV-Terminals. Ist doch ganz einfach, kann doch jeder bauen. Ja, wäre schön, wenn es jeder bauen könnte, denn es gab bei jedem Projekt neue Anforderungen. Es wurde jedes Projekt neu erfunden, obwohl wir eigentlich schön unterwegs sind. Wir haben einen Besteller, wir haben einen Bauherrn. Wir könnten uns das Leben ziemlich leicht machen. Wir haben noch dazu veraltete Regelwerke gehabt. Und das alles ist das Gegenteil von Lean, ganz klar. Wir haben uns dann komplett links gemacht. Wir haben zusammen uns mit der Bauindustrie, mit Ingenieurbüros zusammengesetzt. Was können wir tun? Und haben ein Ziel entwickelt. Wir wollen die Terminals standardisieren, vereinfachen, Ausblühungen vermeiden. Wir wollen 1+6 Jahre bis zur Inbetriebnahme und nicht mehr wie heute 15. Und wir wollen ganz klar mit den Lean-Ansätzen, mit verschiedenen Methodiken, die Projekte effizient realisieren. Wir waren, glaube ich, nicht so ganz schlecht, denn wir konnten das BMDV begeistern, das Ganze zu fördern. Und neben der Standardisierung haben wir noch ein kleines Bonus drauf bekommen. Wir durften auch den digitalen Zwilling in BIM 5D mitentwickeln. Die entsprechenden Prinzipien kennen Sie alle, nur noch mal zur Wiederholung. Kundenwertorientierung, ach, da müsste man eine ganze Menge Überzeugungsarbeit leisten. Wer sind eigentlich unsere Kunden? Und mussten auch dort viel reden mit Ingenieurbüros, mit Baufirmen, denn unsere Kunden sind ja die Spediteure, der Endverbraucher, die Speditionen, aber auch der Bund. Und mussten eben über kollaboratives Arbeiten, über die Visualisierung das Ganze einbringen in eben den Pilotbetrieb. Was war dann das Ziel? Wir wollten 1+6 Jahre erreichen und damit die Projektdurchlaufzeit um ca. 50% verkürzen. Das Ganze durch Parallelisierung und durch entsprechende Beschleunigungsmaßnahmen. Wie gesagt, das Ganze haben wir nicht im eigenen Sumpf entwickelt, sondern gemeinsam mit den Ingenieurbüros, gemeinsam mit mittelständischen Bauunternehmen, um von der Planung bis hin zur Baudurchführung das Ganze zu stemmen.
Es orientiert sich ein bisschen an den HAWI-Leistungsphasen, wobei dann eben die 1+6 Jahre umgesetzt haben und umsetzen konnten. Auch hier die drei Ebenen. Erstmal den Meilenstein-Terminplan, das sind meistens auch Termine, die wir mit dem Bund vereinbart haben. Dann eben der Projektterminplan für die Taktplanung, Taktsteuerung nach einer Gesamtprozessanalyse und dann das Aufgabenmanagement. Auch da haben wir ganz verschiedene Dinge am Start, von einfachen Excel-Listen bis auf Softwareanwendungen, Jira, Jolin, wie auch immer, die wir dort verwenden und einsetzen. Angefangen habe aber auch tatsächlich mit dem Kartenstecken bei der ersten Maßnahme 2018, wo wir nach dem Dreso-Prinzip erstmal auf der Baustelle den alten Bauleiter und den alten Bauüberwacher so weit bekommen haben, dass sie sich darauf eingelassen haben. Und das geht nur durch viel, viel Reden und Vorleben. Wie haben wir es dann konkret angewendet in einem Projekt? Wir sehen hier so eine Art Wimmelbild. So sieht die Anlage mal aus, wenn sie fast fertig ist und irgendwie jeder weiß, alle denkbaren Gewerke sind dort vereint. Im Boden steckt eine ganze Menge Technik, überall alles ist überwacht, jede Menge IT steckt mit drin und wir haben eben versucht, durch Reduzierung der Komplexität, durch maximale Transparenz, durch Minimierung der Verschwendung das Endprodukt zu verbessern. Und wir haben versucht, eine Art Klimawandel im übertragenen Sinne zu erzeugen. Wir als DB sind bekannt für unser Regelwerk. Es ist nicht durchschaubar. Wir haben unzählig viele Prozesse und wir haben versucht, irgendwie den Eisberg ein bisschen abzuschmelzen. Und ganz klar, auch das muss gesagt werden, wir haben Prozesse und wir haben sie nicht alle beachtet. Wir haben sie eben als Leitplanken angesehen und werden das auch angesehen. Hauptsache, der Bahnbetrieb ist sicher. Der Rest ergibt sich aus dem Doing und aus dem, ja, einfach machen. Werkzeuge und Stellhebel, der Mischa hat es vorhin angesprochen, auch da haben wir gewisse Standards entwickelt, die Lean-Leistungsbilder aus dem ZIP. Wir haben unsere eigenen Regelwerke daraufhin angepasst, standardisiert, vereinfacht. Wir haben die Verträge angepasst, wir haben jetzt bei mir im Team die ersten Leistungen vergeben, auch große Ingenieurverträge mit dem Lean-Leistungsbild und eine Art, ja, Veränderungsprozess muss vonstatten gehen, interne Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter mit ins Boot holen, um eben, ja, zu überzeugen und mit einfachen Aufgabenstellungen das Ganze anzugehen und vor allen Dingen nicht einfach über den Zaun kippen, sondern mit kleinen Dingen anfangen. Projekte der Realisierung ist ganz klar, es ist einfacher, durch die Anwendung die Aufgaben zu verfolgen, den Elefanten Scheiben schneiden und dann erst aufessen und nicht in Gänze. Und eben, was wirklich gut ankam beim ganzen Team, diese regelmäßigen kurzen Sprintsitzungen, das auch gerade in der Welt des mobilen Arbeitens war ein Schlüssel zum Erfolg. Und, das ist heute schon mehrfach angeklungen, erstmal das Anfassen, das Erkennen, das gemeinsame Arbeiten an der Wand, vor dem Board, auch das wurde umgesetzt in verschiedenen Maßnahmen, um hier, ja, die entsprechende Vorschauplanung nach der Gesamtprozessanalyse zu erzeugen. Was bringt uns Lean Construction aus Bauherrensicht? Die ersten Erfahrungen. Vor allem, wir haben weniger Konflikte, die Überraschungen werden weniger. Das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis aus dem täglichen Leben. Wir können frühzeitig erkennen, wir können gegensteuern. Wir haben eine gute Möglichkeit gefunden, das Ganze, die Aufgaben zu visualisieren. Wir können zielgerichtet kommunizieren. Wir haben zu jeder Zeit einen prima Gesamtüberblick und ich habe es angesprochen, Thema Prozesse und alte Regelwerke werden entrümpelt. Genau. Mit den Regelwerken entrümpeln, so ganz geht das natürlich nicht. Wir brauchen weiterhin
natürlich unsere Verträge. Und genau da setzen wir jetzt im ersten Schritt an. Wir starten mit dem Bauvertrag an der Stelle. Das heißt, wir nehmen in unserem Bauvertrag, in den besonderen Vertragsbedingungen, einen ganz kurzen Abschnitt rein, dass dieses Projekt eben mit Lean Construction Methoden realisiert werden soll, auf Basis bestehender Industriestandards. Da stützen wir uns bewusst auf das GLCI, Methoden und Begriffe, und auf die VDI 2553. Das heißt, da kommt es ganz kurz rein. Dann haben wir zusätzlich aber noch eine Anlage extra erstellt, weil wir gedacht haben, so ganz nur zu sagen, ja Mensch, das ist der Standard, reicht dann doch nicht. Mit unseren, mit unseren Methoden und Werkzeugen, die auf dem Projekt angewandt werden sollen, kurz erklärt, was sich aus der Anwendung der Methoden, welche Pflichten sich und welche Beiträge sich, welche Pflichten sich ergeben und welche Beiträge eben geleistet werden sollen auf Seiten potenzieller Auftragnehmer. Und dann haben wir drittens eben noch eine ganz einfache Leistungsposition ergänzt. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Projektsteuerungsraum ergänzt werden soll oder eine bestimmte Software zur Verfügung gestellt werden oder mit ins Projekt gebracht werden soll, klar, das muss irgendwo vergütet werden. Das sind im Endeffekt diese wesentlichen drei Punkte. Wir werden das jetzt im Bauvertrag zum Ende des Jahres hoffentlich dann verabschieden und wir haben, sind sozusagen da auf unserer schrittweisen, auf unserem schrittweisen Weg hin, dass wir es in alle Vertragsarten, die zur Projektrealisierung eben relevant sind, das heißt für uns erstmal Bauvertrag, natürlich aber auch Architekten-Ingenieurverträge, wo dann Projektsteuerung, Bauüberwachung mit drin sind und natürlich die Planungsverträge. Und wir sind sozusagen so in drei Stufen vorgegangen. Wir haben erstmal eine generelle Praxiserprobung gemacht, haben die Erkenntnisse daraus wieder weiter genutzt und haben gesagt, okay, wir machen mal einen ersten Wurf und machen danach noch eine erweiterte Pilotierung. Das war das, was wir jetzt gemacht haben, um zu gucken, das ist eigentlich, wir sind eigentlich schon gut unterwegs, aber so nach dem Motto, wir wollen es ja doch nochmal testen, funktioniert es denn auch auf großen Projekten? Und da haben wir zum Beispiel Fehmarn-Belt-Querung oder jetzt hier den Fernbahntunnel in Frankfurt, natürlich auch die KV-Terminals gehabt. Und jetzt sind wir halt so weit, dass wir sagen, hoffentlich im Dezember haben wir auch die ganzen unternehmensinternen Hürden an der Stelle alle genommen. Ja, das heißt, wir sind natürlich Rechtsabteilung, Vertragsmanagement, wer da alles sozusagen beteiligt sein muss und auch sagt, ob was geht oder nicht geht. Ja, das heißt, wir haben, muss man fairerweise auch sagen, wir haben einmal einen sehr guten Wurf gehabt, der ist nochmal komplett umgeschrieben worden, bis man jetzt halt innerhalb der ZIP auch wieder die Erkenntnis gehabt hat, okay, so geht es dann doch nicht und jetzt gehen wir halt wieder eine Rolle zurück. Aber das heißt, zum Ende des Jahres sind wir hoffentlich dann aber so weit, dass wir dann im nächsten Jahr sagen können, okay, das ist Standardbestandteil unseres Bauvertrags und dann ist natürlich das ganz klare Ziel, unsere anderen Vertragsarten sozusagen auf diesem Beispiel folgend nachzuziehen. Und das ist unser Ziel eben für 2024 dann. Genau, und damit bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und stehen für Fragen zur Verfügung. So, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich würde wieder mit einer Eingangsfrage starten. Und zwar, wenn ihr das jetzt alles umsetzt und vertraglich implementiert, was ist die Erwartungshaltung von euch an eure Dienstleister und Auftragnehmer? Was soll sich dadurch ändern, auch auf der anderen Seite, unter Anführungszeichen? Also für uns ist erstmal auch diese Verankerung in unseren Verträgen auch so ein Zeichen, dass wir es wirklich ernst meinen. Ja, so ein Zeichen, dass wir es wirklich ernst meinen. Ja, das heißt, es ist nicht nur so, bloß wir wollen es mal irgendwie machen, sondern wir machen es jetzt wirklich und es kommt. So, ich weiß, dass es auch immer Leute gegeben hat, die haben es auf ihren Projekten angewandt, ohne es irgendwie vertraglich fixiert zu haben, was auch geklappt hat. Wenn man die richtigen Leute im richtigen Projekt hat, klappt das auch. Nur durch das, was wir jetzt halt haben,
ist halt das klare Signal auch von uns in den Markt, wir machen das und wir machen es nachhaltig. So, und dementsprechend natürlich auch so natürlich der Wunsch, dass die Unternehmen am Markt diesen Weg mitgehen, sich dementsprechend auch darauf einstellen mit der Weiterbildung ihrer eigenen Leute, genauso wie wir das auch auf Auftraggeberseite tun. Ja, unsere eigenen Leute müssen natürlich auch dahingehend befähigt werden, dann diese Projekte auch zu leiten und umzusetzen mit diesen Methoden. Das tun wir genauso, aber das erwarten wir natürlich auch von unseren potenziellen Auftragnehmern. Gut, die Fragerunde ist eröffnet. Wer hat Fragen? Bitte. Joschko? Super spannend mit diesen Vorgaben und Leistungsbildern. Ich habe die Frage von vorhin auch noch mal ein bisschen sacken lassen. Bei uns, da hat noch niemand Lean Construction in unserem Dunstkreis gehört. Das heißt, selbst wenn wir Leistungsbilder erstellen würden, wüsste ich gar nicht, ob die verstehen, was da steht. Und deswegen die Frage an euch, wie stellt ihr sicher, ihr habt ja auch, klar, die hier an die Konferenzen kommen, die wissen plus minus und so, wie stellt ihr sicher, dass das quasi offen bleibt für den ganzen Markt? Also uns ist natürlich bewusst, dass wir am Anfang jetzt nicht, sag ich mal, den Schalter umlegen und 2024 kommen nur perfekt vorbereitete Unternehmen auf uns zu. Ne, das ist eingebaut. So. Aber der generelle Wille sozusagen, dort diesen Schritt zu gehen, der muss halt vorhanden sein. So, und deswegen werden wir, glaube ich, auch, haben wir jetzt auch nicht irgendwelche, fordern wir keine übermäßigen Präqualifikationen in einem ersten Schritt, ja? Sondern das werden wir natürlich dann über die Jahre sukzessive anheben, ja? Die Präqualifikationen, die wir dann einfordern. Aber jetzt im ersten Schritt ist uns das bewusst, deswegen, wir werden ja auch nicht alle Projekte von jetzt auf gleich mit diesen Methoden realisieren können. Dafür haben wir selber gar nicht die Ressourcen und am Markt sind die Ressourcen auch nicht vorhanden. Das ist uns bewusst. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt wirklich im ersten Schritt auf große Bauvorhaben bzw. komplexe Bauvorhaben, wo wir auch die Betreuung sicherstellen können auf beiden Seiten. Vielleicht als kurze Ergänzung noch. Wir haben für die Planungs- und Projektierungsverträge mit auf den Weg gegeben, dass wir sämtliche Kosten für irgendwelche Anwendungen, Software übernehmen. Das heißt, da gibt es kein Kalkulationsrisiko oder irgendwas und wir übernehmen auch entsprechende Schulungskosten. Die Hälfte meiner Frage war schon beantwortet, aber wir sind praktisch nur vorbeigekommen. Also wir haben ja viele Parallelitäten jetzt. Also Automobilindustrie, wo ich herkomme und ihr mit der Bahn. Da hat man schön gesehen, wir wollen von 15 Jahren auf 7. So geht es uns auch. Nicht wir wollen, wir müssen. Und ich nehme mal an, ihr müsst auch. Jetzt, wenn ich in den Lieferantenmarkt reingucke und schaue mir an, mit welcher Performance ihr da ein Programm aufsetzt, mit dem ihr Lean voraussetzt irgendwann mal. Und ihr kriegt ja dann auch eine Erwartungshaltung. Wir haben ja nicht nur Leute, wie eben beschrieben, die Lean nicht kennen, sondern inzwischen ja auch viele auch in der eigenen und im eigenen Unternehmen, die Lean wahrgenommen haben, auch weswegen, wegen der Vorteile. Also jetzt mal abgesehen von den Kosten und den Überraschungen, die weniger werden vielleicht, hängt auch vom Anforderung ab, aber auch zeitlich. Also ich habe ja immer einem Bediener ein Versprechen. Ich werde deutlich schneller. Das ist zumindest unser Versprechen und das funktioniert bei uns auch. Bei euch hoffentlich auch. Aber wozu brauchst du das? Was brauchst du dazu? Lieferanten, die das auch können. Jetzt die Frage, Spannungsfeld. Ich probiere als Debenetz Lean, gebe dem Thema Lean Zeit, habe aber gar nicht viel Zeit, habt ihr ja gesehen, ihr investiert ja in einer Geschwindigkeit nach oben, die ich auch irgendwoher kenne, habe ich auch schon mal was mitbekommen und habt ja gar keine Zeit, über 3, 4, 5 Jahre zu gucken, geht das, wo geht es, welche Lieferanten oder Partner muss ich noch befähigen. Ist das also auch bei euch Kriterium für die Auswahl von Lieferanten, also ein Muss, dass der Lieferant auch schon viel mitbringt, mit dem ihr jetzt anfangt? Oder steht euch da eure eigene Struktur, also kenne ich ja auch, im Weg, wo es zum Beispiel Einkauf sagt, der ist viel günstiger, der kann nur halb dienen, der wird es trotzdem. Naja, das ich meine, Andreas, du kannst gleich was dazu sagen, aber das liegt natürlich auch dann wieder an uns und an den Projekten selbst, ne? Wie ich sozusagen meine Vergabeunterlagen
habe, aufbereite, ne, wie ich sozusagen auch das Vergabeverfahren durchführe, da haben wir Spielräume und ich kann entweder sagen, ich vergebe vorrangig über den Preis. Wir sind da aber, haben da eine höhere Flexibilität, als viele auch im eigenen Unternehmen teilweise annehmen. Ja? Über den Preis ist natürlich immer am sichersten, dass ich nicht vor irgendeinem Gericht lande und diese Vergabeentscheidung angefochten wird. Wir haben aber natürlich auch genauso wie mit BIM, mit allen anderen Sachen, kann ich auch Kriterien definieren, die eine andere Auswahl der Projektpartner in dem Sinne ermöglichen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Der muss sich aber natürlich auch noch bei uns im Unternehmen setzen. Und da müssen wir auch, glaube ich, unterstützen, dass das möglich ist und dass ich auch eine andere Möglichkeit habe, diese Projektpartner eben auszuwählen. Ja, wir stehen uns ein bisschen selbst im Weg mit dem Vergaberecht EU-weit. Wir haben in der Regel bei solchen Vergaben einen Teilnahmewettbewerb und dort gibt es als Kriterium, ob das Kriterium Lean Management ist, weich formuliert. Das heißt, jeder, der irgendeinen Nachweis bringen kann, wird zum Verfahren zugelassen. Und bei den Wertungskriterien geht nun mal, so sagt der Fördergeber, mindestens 70% Preis. Und dann gibt es eben noch Wertungskriterien, meistens Termine. Und über die Termine kann ich auch das Lean mit reinbringen. Aber ich glaube, es wird nicht so scharf mit scharfer Klinge gemessen. Christian? Ja, genau. Ich hätte auch eine Frage. Und zwar finde ich den Aspekt sehr spannend, dass ihr euch Gedanken zu den Leistungsbildern gemacht habt, Lean-Leistungsbildern. Jetzt bin ich im Bereich Projektmanagement zu Hause. Könnt ihr mal irgendwie ein bisschen was dazu sagen, was sich jetzt zum Beispiel für die Projektsteuerung verändert, wenn sie in den Lean-Projekten tätig ist? Eigentlich gar nichts. Also es gibt genauso Projekttermine, es gibt Reviews, es gibt genauso Statusgespräche, es gibt genauso Durchsprachen der Terminplanung, eben vielleicht dann der Gesamtprozessanalyse. Es gibt dann vielleicht keinen Detailterminplan, der tageweise aufgebaut ist, sondern da gibt es eben die Aufgabenverfolgung und da gibt es eben nur den Projektterminplan. Das heißt, ihr gebt so ein bisschen einfach die Methoden vor, die ihr verwenden möchtet, aber ansonsten ist das eigentlich Standardprozedere. Für mich unterm Strich, wenn ich zu kalkulieren hätte als Projektsteuerer, das ist nicht mehr Aufwand, eher weniger. Das ist ja auch nur als Ergänzung. Das ist ja auch immer die Sache. Das Ergebnis, also ich habe ja vom Auftrag zum Ergebnis, ich muss ja trotzdem das gleiche Ergebnis erreichen. Wir sind ja nur dabei, ein bisschen die Methoden auf dem Weg zum Ziel zu ändern. Ja, dadurch ändert sich ja nicht das Ergebnis, was ich liefern muss. Deswegen ist es auch genau das, was du sagst. Das verkennen immer viele. Ich mache irgendwas mit Lean oder ich mache BIM. Ist doch immer noch das Gleiche. Ich muss ein Ergebnis erreichen. Nur der Weg dahin ist ein bisschen anders. Und sonst ändert sich ja nichts. Ja, Dankeschön. Meine Frage geht nochmal auf das Thema Präqualifikation, was Sie gerade eben angesprochen haben. Das oder die Sie dann einfordern oder abfragen wollen vorab. Wie wollen Sie das denn dann messbar machen oder feststellen, inwieweit ein Lieferant oder auch jetzt ein Bauunternehmen präqualifiziert ist zum Thema Lean? Ich meine, also Frage deshalb, es gibt einige Bauunternehmen, die interne Akademien haben beispielsweise oder ein sehr großes internes Befähigungsprogramm, aber jetzt keine Zertifikate oder sowas. Vielleicht können Sie da nochmal kurz ins Detail gehen. Ja, das ist glaube ich, oder glauben wir auch, dass es das gibt. Es ist natürlich immer für uns dann schwer nachvollziehbar. Ne? Es kann ja jeder sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Wir werden uns da auf bestehende Zertifikate also jetzt nicht im ersten Schritt, aber Stück für Stück, zum Beispiel vom VDI oder auch vom GLCI einfach stützen, weil wir müssen ja irgendwo, die Qualität muss ja irgendwo für uns vergleichbar sein. Ja, von daher werden wir uns da auf solche Möglichkeiten stützen. Ja, Dischke, BLB NRW. Mich wird mal, vielen Dank nochmal für den Vortrag, sehr interessant und sehr instruktiv. Auf einer Folie habe ich das Stichwort integrierte Projektorganisation bei Ihnen auch gesehen. Es gibt ja auch in Ihrem Konzern, ich weiß jetzt nicht, ob Ihr Unternehmen jetzt speziell Unternehmen dafür zuständig ist, auch IPA-Projekte, Cottbus, Tunnelbau. Ist da Lean schon mitgedacht? Ist das da schon integriert? Denken Sie das da schon mit? Oder ist es erst für die Zukunft vorgesehen? Und wenn ja, warum? Ja, also an der Stelle ist es jetzt nicht sozusagen genau originär unser Thema.
Aber es ist natürlich so, dass sich das miteinander gut verträgt und begünstigt. Und von daher werden natürlich gerade auch in Cottbus solche Methodiken mit berücksichtigt. Und wir versuchen natürlich da einen Schulterschluss hinzubekommen, obwohl ja, es auch immer schwer ist, muss man ganz fair sagen, für solche Pilotprojekte, die sollen dann plötzlich alles machen, alles was neu ist. Ja, die haben neue Verträge, die haben dann neue Methoden und irgendwann reicht es den Leuten auch. Also von daher muss man, glaube ich, das ist auch so ein bisschen ja, behutsam sagen, das war unten auch so, man darf die Leute, muss die Leute fordern, aber nicht überfordern. Und ja, deswegen versuchen wir nicht jetzt immer alles dann auf einmal reinzukippen. Aber natürlich, Ansätze sind immer davon da. Getz vom Bundesbauministerium, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich vielleicht auch die Texte in Textform dann von Ihnen vielleicht mal lesen dürfte. Ich würde gerne eine kleine Lanze fürs Vergaberecht brechen. Das Vergaberecht ist hier in keinster Weise hinderlich. Sie können sowohl die Eignungsprüfung auf solche Methodenkenntnis erweitern, wobei ich Sie so verstanden habe, dass Sie das erstmal ja gar nicht tun wollen. Also kleine Entwarnung erstmal in den Markt. Aber wenn der Markt sich durch diese Praxis ausreichend vorbereitet fühlt und sich vorbereiten konnte, dann kann man das ja durchaus als Eignungskriterium einführen, wenn es entsprechende Zertifikate gibt, das Nachweisproblematik, also die Nachweisproblematik muss natürlich irgendwie erfüllt werden. Und erstmal nur im Vergabegespräch quasi das so gestalten, dass die Bereitschaft und das Verständnis für die neue Methode demonstriert wird, das ist, glaube ich, durch eine entsprechende Leitung dieser Vergabegespräche auch kein Problem. Also haben Sie keine Angst vor dem Vergabeverfahren, es geht alles. Danke. Vielleicht ganz kurz ergänzend, wir haben auch bei den ersten Verträgen, wo wir nicht das Leistungsbild angewendet hatten, 2018, 2017, nachträglich das Ganze eingeführt, ohne Nachträge, ohne Mehrkosten im Konsens mit den Bauunternehmen. Kann ich? Ja. So, hallo zusammen, Pfeiffer mein Name von der FC-Gruppe. Sie bringen eine neue Methodik ins Projekt, Lean-Management-Methoden. Gibt es denn auch einen Lean-Manager, also gibt es jemanden, der den Hut im Projekt aufhat, namentlich Person X ist unser Lean-Manager und wenn ja, ist es eine Person, die Sie stellen oder kaufen Sie die Leistung extern ein? Ich fange mal an, wir sind regional noch aufgestellt und wir haben in der Region Mitte einen Lean-Manager, den wir löchern können, anzapfen können, der uns berät, der eben die Einführung mit begleitet und sich dann sukzessive zurückführt. Das ist ein eigener Kollege der Netz AG. Genau. Also das heißt, wir haben sozusagen in jeder Region zentral erstmal Ansprechpartner plus dann noch regionale Multiplikatoren, die wir natürlich methodisch, inhaltlich dann befähigen, diese Projekte auch zu begleiten. Okay, jetzt ist so ein Lean-Manager ja dafür verantwortlich, dass die Termine im Projekt gehalten werden und teilweise haben Firmen Verzögerungen, Material kommt zu spät. Aber ein großer Punkt, der für Verzögerungen in Bauprojekten führt, sind ja auch entscheidungsfreudige oder nicht entscheidungsfreudige Bauherren. Und sehen Sie da eine Gefahr, dass der Kollege, der quasi Schiedsrichter ist für alle, aus den eigenen Reihen kommt? Dann ist es vielleicht nicht richtig rübergekommen. Der BIM oder der Lean Manager, Entschuldigung, der Lean Manager in dem Fall ist tatsächlich nicht im Projekt direkt verantwortlich, sondern berät nur. Das heißt, das Projektteam zwischen Ingenieurbüros, zwischen Projektleitungen, zwischen Bauunternehmen machen das gemeinschaftlich und steuern gemeinschaftlich Verzögerungen aus. Es gibt keinen Schiedsrichter. Wir haben bei uns den lustigen Effekt, dass wir eine sehr hohe Termintreue haben, obwohl wir, ich sag mal, von der Hand in den Mund leben, so ungefähr ein bisschen. Das heißt, die Leute können sich reservieren, also ihre Zeit für uns reservieren und ich grab eigentlich Kollegen, also in-house Kollegen, Ressourcen ab. Ich habe gerade noch Glück, dass ich den Goodwill habe, so gerade noch so ein bisschen, aber ich befürchte, dass vor allem mit Prozessbeschleunigung ich so viel Ressourcen dann auf solche Lean-Projekte so viele Ressourcen dann drauf gesetzt werden, dass für den Rest was fehlt und es allenfalls zu Unmut kommt. Vor allem, wenn ich sag mal 15 Jahre in 7 Jahren, das ist, ich sag mal, gleich viel zu tun, vielleicht ein bisschen weniger, weil effizienter. Habt ihr irgendwie einen Ansatz oder eine Idee, wie ihr damit umgehen möchtet, mit, ich sag mal, mangelnden Ressourcen, die ja eh schon knapp sind im Bausektor, je nachdem? Naja, also wenn man es jetzt positiv nimmt,
sind die Leute ja früher wieder verfügbar, weil anderes zu tun. Ja? Das heißt, ich habe jetzt ja nicht jetzt irgendwie 15 Jahre die Leute gebunden, sondern ich habe jetzt ja nur noch die Hälfte der Zeit. Also wir wollen jetzt ja nicht sozusagen die Leute doppelt binden. Ja? Das heißt, das ist so ein Punkt. Und im Endeffekt ist das ja das, was Andreas ja gerade gesagt hat, auch in der er hat es jetzt auf die Projektsteuerung bezogen. Aber wenn es gut gemacht ist, dann wissen ja alle, wann was kommt. Und diese Planbarkeit und diese Transparenz erhöht ja wiederum die Machbarkeit. So. Und ich glaube, damit wird es dann auch intern machbar, diese Projekte zu unterstützen. Also ich würde jetzt gar nicht immer so sagen, dass die Ressourcen knapper werden. Die Ressourcen sind ja gleich. Ich nutze sie nur anders und ich nutze sie sozusagen jetzt an der Stelle effizienter. Eine kurze Ergänzung noch. Dadurch, dass wir den gesamten Prozess vorab durchleuchten mit allen, haben wir weniger Fehlplanung und das kommt dem zugute. Es gibt weniger Nacharbeiten, wir haben keine dritte, vierte Abgabe zur Prüfung, weil eben alle von Beginn an eingebunden werden. Gut, vielen Dank. Eine Abschlussfrage würde ich noch zulassen, wenn es eine gibt. Es gab zwei. Jetzt habe ich ein Problem, nicht? Aber ich lasse beide zu. Bitte. Wie lange hat es denn etwa gedauert, bis die DB-Netze an dem Punkt war, wo sie jetzt stehen? Also konkret, wie lange hat es gedauert, bis auch das Personal, was bisher reguläre Projekte umgesetzt hat, jetzt auch dann dazu befähigt war, dann diese auch in der Lean-Methodik umzusetzen? Also wir jetzt nochmal zur Klärung. Wir sind jetzt noch nicht so, dass wir jetzt jedes Projekt mit der Lean-Methodik umsetzen. Es ist ein Weg. So, und wir sind jetzt praktisch den ersten Schritt gegangen. Wir haben die Projektbeschleunigung gehabt. Wir haben, das war 2017, 18, habe ich gesagt. Das heißt, das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben auch die Leistungsbilder. Das hat auch jetzt 2,5 Jahre leider gedauert im Endeffekt, ne? Weil wir die Abstimmung mit den Unternehmen, mit der Bauindustrie hatten. Dann intern die Abstimmung, das dauert viel länger, als man sich das wünscht. Und von daher ist es jetzt auch nicht so, dass jetzt alle Leute in unseren Projekten befähigt sind. Wir haben jetzt ein internes Qualifikationsprogramm. Durch das sind jetzt schon über 100 Projektleiter durchgegangen, auch zertifiziert nach dem VDI. Ja, das heißt, das machen wir selbst. Und die Leute, die das sozusagen durchführen, sind vom VDI zertifiziert und dürfen sozusagen auch diese Zertifizierung wiederum unternehmensintern abnehmen. Das heißt, da sind jetzt bald 120 Leute durchgelaufen. Die sind jetzt qualifiziert als Projektleiter, 120. Das sind auch noch nicht jetzt alle, logischerweise. Ne? Und wir machen das halt sukzessive weiter und haben da sozusagen so unterschiedliche, auch in der Qualifikation, so unterschiedliche Blöcke. Einmal je nachdem, welche Arbeit man auf dem Projekt macht, bekommt man halt eine unterschiedliche Art der Qualifikation, um dann nachher eben möglichst sinnstiftend auch beim Projekt mitarbeiten zu können. Ja, Raimund Ritzmann, Firma Lurberg. Wir machen Projektsteuerung, Projektmanagement, BIM-Management für euch. Und ich bin jetzt hellhörig geworden bei dem Thema, dass ihr Kosten übernehmt für Software und für Ausbildung und so weiter. Da wollte ich nur noch mal nachfragen, habe ich das richtig verstanden tatsächlich? Weil ja, das ist richtig. Wir übernehmen die Kosten für die Softwareaufgabenverfolgung zum Beispiel und auch für die entsprechende Schulung. Also so ist es in der Anwendung der Software. In der Anwendung der Software. Genau, ja. Für die Software-Schulung. Genau. Also jetzt nicht eben so eine VDI-Ausbildung. Nee. Okay, ja, das geht. Also. Schade. Gut. Luft nach oben. Dann bedanke ich mich einmal in erster Linie bei den Referenten für die Zeitdisziplin und für die spannenden Vorträge, bei Ihnen für die aktive Teilnahme. Wir sind top in der Zeit. Ich darf Ihnen hiermit eine schöne Kaffeepause wünschen und es geht um 15.30 Uhr weiter im Plenum mit Preisverleihungen und weiteren spannenden Vorträgen. Danke.